Erobere die Königin, der neue Spielmodus in Clash Royale hat angefangen und im heutigen Video möchte ich euch das beste Deck für die Erobere die Königin vorstellen, damit ihr natürlich viele Season Token farmen könnt. Außerdem kommt noch am Freitag wahrscheinlich eine neue Herausforderung raus, da werdet ihr das Deck auch brauchen. So, das Deck ist dieses hier, Schweinereiter ist sehr, sehr stark, mit der Queen kombiniert, außerdem haben wir die Skelettarmee, um natürlich die Queen zu verteidigen, falls der Gegner sie bekommt, falls nicht, natürlich um die Queen selber zu bekommen oder mit dem Inferno-Turm. So, denkt euch bei dem Kartenlevel nichts, ich bin gerade bei meinem anderen Account drin, da gehen wir jetzt rein, mache noch ein, zwei Spiele, um euch natürlich zu zeigen, wie das Deck ungefähr funktioniert und natürlich, dass das auch klappt. So, wir gehen rein mit der Skelettarmee direkt und dann sollten wir eigentlich die Queen bekommen. So, schauen, was der Gegner macht. Spielt einen Magier. Okay, kann er natürlich machen. Wir gehen jetzt rechts rein. Und dann kriegen wir auf jeden Fall guten Damage. Und wir spielen jetzt wahrscheinlich gleich den nächsten. Wir spielen gleich einen Inferno-Turm, um natürlich die nächste Queen zu bekommen. So, er spielt hier einen Mini-Packer. Ich weiß nicht, ob das reicht. Reicht das? Ja, reicht tatsächlich. Aber ist egal. Ihr seht, dass die Queen wird auch so verteidigt. So, wir verteidigen jetzt rechte Seite. Und dann sollten wir eigentlich die nächste Queen bekommen. So. Abwarten, bis die Queen wieder in der Mitte frei ist. Dann gehen wir hier rein. So, Fledermäuse sind stark. Okay. Er kriegt sie wieder. Ist okay, ist relativ egal. Können sie trotzdem verteidigen. Die Valkyrie wird ein bisschen Damage machen, ist egal. So, wir haben wieder nicht den besten Cycle. So, diesmal werden wir sie bekommen, weil wir den Inferno-Turm haben. So, wir müssen immer den Inferno-Turm auf jeden Fall in der Hand haben, um natürlich die Queen zu bekommen. Jetzt können wir die Fähigkeit aktivieren. So, Mini-Packer ist aber auch anscheinend sehr stark, aber passt leider nicht in das Deck. So, ich spiele mal die Fledermäuse und Skami, damit wir dieses Mal sie wenigstens bekommen. So, Erdbeben wird gespielt. Also, seht ihr schon. Diesmal haben wir sie bekommen, diesmal hat der Gegner ein Problem. Aktivieren wir mal die Fähigkeit. Setz mal die nächsten Inferno-Turm, sollten wir auf jeden Fall gleich bekommen. Die nächste Queen. Sieht schon mal gut aus. Jetzt nehmen wir die nächste Queen, setz mal die Fähigkeit hier ein. Wir gehen links rein. Loggen mal rechts. Und dann sollten wir eigentlich das Game schon gewonnen haben. So. Erdbeben kommt. Easy win. Ihr seht, das Deck ist sehr stark. Ich würde sagen, wir machen noch ein Spiel. Und dann seht ihr auf jeden Fall, dass das Deck sehr gut ist. So, wir gehen ins nächste Spiel rein. Direkt. So, wir sind im nächsten Spiel. Und wir werden auf jeden Fall versuchen, das Game direkt zu gewinnen. So, Skami rein. Also, Queen haben wir jetzt auf jeden Fall mal am Start hier. Aktivieren mal die Fähigkeit. So, loggen das. War auf jeden Fall sehr gut. Wir kriegen sehr viel Schaden. Und wir haben gleich den nächsten Inferno-Turm. Kommt die nächste Queen auch wieder sehr, sehr nice. So, die geht auf die rechte Seite. Aktivieren wir mal die Fähigkeit. War gut, er hat sehr viel Elixier verschwendet. Er hat natürlich fast alles an Elixier verschwendet. Das heißt,
Die nächste sollten wir auch eigentlich bekommen. So, wir kriegen die nächste Bogenschützenkönigin. Die geht auch rechts rein. Sieh mal die Fähigkeit. So, kann natürlich seine Skami setzen. Das heißt, er hat sie aber nicht offensiv. Jetzt setzen wir unsere Skami rein. Wir hätten auch theoretisch den Fernturm setzen können. Aber wir kriegen natürlich sehr viel. So. Nächste Bogenschützkönigin links. Nehmen wir mal die Fähigkeit und dann gehen wir rechts mit dem Schweinereiter rein. Sieht gut aus. Sieht definitiv gut aus. So, wir sollten wieder die Queen bekommen, weil er keinen Zap hat. Gut, wir lassen das mal durchlaufen. Gehen jetzt hier rein. Setzen mal hier ein Erdbeben. Das ist der Turm nicht wirklich, ne? Der Turm ist es nicht. Wir kriegen aber die nächste Bogenschützenkönig. Aktivieren wir die Fähigkeit. So, Erdbeben kommt. Alles geht down. Ja, easy, solide Defense. Halt ein sehr gutes Deck. So, wir haben wieder gewonnen. Ihr seht, das Deck hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Lasst gerne auch ein Like da auf das Video und folgt auf jeden Fall auch rein, um in Zukunft keine weiteren Videos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen, macht's gut.